Sag mal, Kollege. Sie sind zur Dunkelheit zum Opfer gefallen. Ich schätze, gewöhnliche Menschen können nichts gegen die Dunkelheit ausrichten. Kairi sagt, sie geht zur Höhle. Ich frage mich, warum. Okay, dann müssen wir mal mit Kairi reden. Die Höhle, das ist wahrscheinlich da, wo. Ja, unter Merlins Bude, würde ich mal vermuten. Hey, Yuffie. Na, bereit, ein paar Herzlose auszulöschen? Immer. Ich habe schon so viele ausgelöscht, das reicht für 2 Jahre. 2 Jahre. Das reicht für 2 Leben. Merlins Hütte war hier irgendwo, ne? Naja, ihr mich auch. Schwuppdiflup, ich flieg mal rüber. Toll. Ganz toll. Ah! Ja, nun. Okay, es reicht also nicht ganz bis rüber, verstehe. Ist in Ordnung, Spiel. Ist absolut in Ordnung. Merlins Zimmer. Kann man renovieren und ein bisschen den Eingang wieder herrichten, ne? Ja. Mahlzeit, ich will zur Höhle. Ich komme immer an den Stick, weil ich immer automatisch mitlenke. Da ist sie doch. Hey, Kairi. Was für eine geheimnisvolle Zeichnung. Oh oh. Kein Bosskampf. Sie hat etwas Hypnotisches. War das nicht vorher ein Mut? Warte, ich gehe nochmal speichern. Ich traue der Misere nicht. Wenn schon sowas kommt, ne? Ja. Aladins Haus. Oh, guck mal, diese völlig unscheinbare Zeichnung da. Ich meine, da ist bestimmt nichts Böses hinterm. Das ist genauso wie in Spielen. Du kriegst plötzlich einen Haufen Heil-Items an den Kopf geschmissen und einen Haufen Power-Ups. Wie gesagt, da war doch vorher ein Mond, oder? Sag ich doch. Navi-Gummi. Okay. Ha. Verstehe. Komm, wir gehen zurück zu den anderen. Wir sollten uns etwas ausruhen. Okay. Ausruhen? Ja. A light at the end of the tunnel. Oh, your grandma's story, right? That's right. We were together. You know what's funny? I looked everywhere for you, but you were with me all along. Finally, we're together, Kairi. Now, it's time to get Riku back. You think it'll ever be the same again between us? Riku's lost his... When I turned into a Heartless, you saved me, remember? I was lost in the darkness. I couldn't find my way. As I stumbled through the dark, I started forgetting things. My friends, who I was. The darkness almost swallowed me. But then, I heard a voice. Your voice. You brought me back. I didn't want to just forget about you, Sora. I couldn't. That's it! Our hearts are connected. And the light from our hearts broke through the darkness. I saw that light. I think that's what saved me. No matter how deep the darkness, a light shines within. I guess it's more than just a fairy tale. Well, let's go! You can't go! Why not? Because it's way too dangerous. Come on, Sora. We made it this far by sticking together. You can't go alone.
Kairi, even if we're apart, we're not alone anymore, right? I can't help? You'd kind of be in my way. Oh, das ist aber ganz schön fies. Okay. You win. Die Kamera war ganz schön weird eben. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry. Ja. Promise? Pinky promise. Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Sora hat die Sternentreue erhalten, okay? Achievement Sternentreue. Was? Ach, Riku. Das Herz hat den Kampf gegen die Dunkelheit gewonnen. Aber für deinen Körper war es zu spät. Deswegen bist du hier, an diesem Ort. Dem Ort der Dunkelheit, wo sich Herzen sammeln, okay? Ist Mickey oder wer ist das? Der fehlt ja auch noch. Muss von beiden Seiten geschlossen werden. Die Tür können wir nicht durchschreiten. Zwei Schlüssel und zwei Herzen werden dafür gebraucht. Okay. Du bist aus dem gleichen Grund hier wie ich. Schicksal. Huh. Du scheinst ja alles zu wissen. Sag mir. Geht Sora und Kairi gut? Fühlst du nicht die Echos ihrer Herzen? Kennst die Antwort bereits. Na dann? Aus und Rüstung. Wir kriegen Waffen, die wir zu spät bekommen, weil ich gelevelt habe wie ein blöder Sternentreue. Die Klinge ist aber relativ kurz, ne? Ja. Maximum MP um 1. Okay. Ja. Nice to have für die Sammlung, aber... Ja, ich verkaufe ihn auch nicht auf Evil Bay. Ist in Ordnung. Dann haben wir noch ein neues Navigummi, das wir nutzen können. Ich bin lauffaul, es tut mir leid. Speichern. Merlins Zimmer. Gummijet. Wop. Dann, ja, Accessory laden. So. Mach die Kamera dann gleich wieder an, aber Story bedingt und so. Kommen jetzt einige Sequenzen, da will ich nicht im Weg sein. Heiße. Ja, okay, dann montier mal. Alles klar, ihr könnt los, wann immer ihr wollt. Ich wünsche, ihr müsstet euch nicht in diesen Gefahren aussetzen. Ich bin Level 100, das passt schon. Sagt er und kriegt da auf die Fresse.
Ja, es gibt Spiele, da sind Level nicht alles, ne? Ich meine, Level 100 gut und schön, aber trotzdem kannst du auch die Mütze kriegen, ne? Aber der optionale Boss, der war, wie gesagt, der war ganz okay. Nahe der Stadt Traverse ist ein neues Wurmloch erschienen. Hä? Wohin es wohl führen mag? Ich spüre magische Energien in diesen anderen Welten. Mhm. Wir kommen zurück zu magischen Orten. Nee, nicht Hogwarts. Moment. Bestimmt ist es sinnvoll, noch einmal alle zu besuchen. Was? Schau mal, da ist ein... Dann führt das hier wahrscheinlich dahin, oder? Die haben gesagt, bereitet euch ordentlich vor, ansonsten fliegt ihr auf die Fresse. Ja. Und habe ich schon mal erwähnt, dass ich kein Freund von den Gummimissionen bin? Ah ja, ich habe übrigens das Navigummi ange... Ist das ein Haus? Ich habe das Navigummi ange... nicht das Navigummi. Ich habe das, das Gummi angebaut, was halt die Items so ein bisschen anzieht. Das funktioniert jetzt nicht so gut wie erhofft, aber ja, besser als nichts. Ab durch Wurmloch. Ja. Spezial. Ja, du. Ist ganz schön. Ja, ich erinnere mich, so sah es beim ersten Mal auch aus, ungefähr, wo wir Richtung Hollow Bastion geflogen sind. So ähnlich. Also sehr viele Felsen im Weg. Felsen im Weltall! Oder so. Nee, das war was anderes. Bah. Wie gesagt, ich bin kein Freund von diesen Missionen. Ich habe gerne früher Lilith Wars gespielt auf dem N64, aber da konnte man wenigstens mit der Barrel Roll ausweichen. Achso, übrigens, ich habe da noch einen anderen Schuss eingebaut, also eine andere Knarre eingebaut. Ich kann jetzt hier sowas machen. Habe ich ganz vergessen. Ich kann jetzt so feier mal Laser und so. Point. Ne? Ich hoffe mal, die erste halbe Stunde, die erste Folge hier davon, also das wäre Folge 45, um genau zu sein, war jetzt nicht zu langweilig. Wir sind jetzt bei Folge 46. Ja. Wie gesagt, ich hoffe mal, das war jetzt nicht zu lame mit dem Erklären. Und ich meine, wir haben den optionalen Boss platt gemacht und naja, passt schon, denke ich mal. Ja. Ich mag solche Erklärsachen immer ganz gerne, weil ich will halt, also wenn ich selber mal ein Tutorial oder irgendwas suche, es gibt Leute, die machen das echt geil, besser als ich auf jeden Fall auch, aber es gibt halt Leute, die sagen, ja machst du das und das, gehst du dahin, und dann denkst du, wie hast du das jetzt gemacht? Kannst du nochmal zeigen, kannst du nochmal, der macht halt einfach, und du denkst dir, ein bisschen Erklärung wäre schon schön gewesen, aber naja. Deswegen versuche ich halt möglichst viel dazu zu sagen, zu erklären. Dementsprechend, ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat geholfen. War ein bisschen informativ auch. Gerade mit diesen, wie gesagt, es gibt halt auch einen Haufen Videoguides, die gut sind. Ich habe mir jetzt nicht alle gemerkt und, ne, ich habe nochmal, ich habe bestimmt eine Stunde Videoguide geguckt in der Gänze, gerade weil, wie willst du bestimmte Items finden und so weiter.
Und ja, kann ich euch auch nur empfehlen, nochmal so um das Thema kurz abzurunden. Und ja, ach so, ich habe halt, da hatte ich ja auch anfangs gesagt, ich habe da so Fantasy Star Online Vibes bekommen. Das habe ich ganz gerne gespielt und mache es ab und an nochmal auf dem GameCube. Und das war auch halt super grindy. Hallo Bastion. Wir sind wieder da. Hey Beast. Wo ist Belle? Immer noch im Schloss. Ja. Gegen ihren Willen? Natürlich, du Dussel Goofy. Nein, ich glaube, sie bleibt freiwillig. Okay. Die anderen Prinzessinnen sind auch da. Warum wohl? Keine Ahnung, Donald. Fragen wir sie doch mal. Genau, Soraha. Vielleicht brauchst du meine Hilfe. Ich gehe mit dir mit. Ja, Beast, das ist nett von dir, aber es passt. Ist okay. So. Ja. Accessory-Laden. Hollow Bastion. Endgame is near. Ich rieche es. Ja. Und was wollte ich sagen? Ach ja. Spiel macht mir sehr viel Spaß immer noch. Und ich habe tatsächlich auch mal in die... Also, was ich komisch fand, ich habe in die Collection reingeschaut quasi von Kingdom Hearts 1.5.28 Final Mix, bla. Ich weiß nicht. Das, die Aufschlüsselung der Version dieses Spiels ist mehr als fragwürdig. Ich hier was übersehen? Nee. Wie gesagt, das ist mehr als fragwürdig. Und ja. Und hat mich gewundert, nur mal so am Rande, warum ist da Kingdom Hearts 2 mit drin? In der Kingdom Hearts Final Mix Bla Edition. Und habe ich mal 80 GB installiert, grob, und hab, danke Donald, du bist jetzt los, hab die zweite Collection, die ich von dreien habe, installiert. Da ist kein Kingdom Hearts 2 drauf, da sind andere Sachen drauf, die auch wahrscheinlich zu Kingdom Hearts 2 gehören, aber es ist, die Aufteilung ist merkwürdig. Wie gesagt, ich habe teilweise das Gefühl, man muss studieren, um hier durchzusteigen. Ja. Aber ja. Und ich hatte mir auch vorgenommen, ich werde wahrscheinlich direkt danach, nachdem hier erstmal, um ein bisschen Luft zu haben, alle RPGs, also Rollenspiele, in sehr, sehr gern, sehr geil, aber machen wir erstmal wahrscheinlich Deponia, also den zweiten Teil Chaos of Deponia, mal ein Adventure. Und dann machen wir mit Kingdom Hearts weiter. Weil nebenbei läuft dann irgendwann jetzt auch demnächst ab dem 5. September, also dauert noch ca. 14 Tage. Also, wenn das hier läuft, dann läuft das andere schon. Dann läuft Risen 1. Von daher, ja. Da sollte das passen. Und da jetzt was? Nee. Keine Sequenz. Ihr könnt die Jungs in Ruhe und Frieden lassen, weil, ja. Ach shit, wie waren das jetzt? Ich glaube, wir mussten Gott. Aua. Ja, ignorier die mal. Genau, wir hatten... Wir mussten hier außen... Naja, nicht runterfallen. So, und dann war hier nämlich noch das Ding, was uns... Geht da noch was? Was schießt ihr denn? Goofy? Donald? Ja. Ja. Genau, hier ging es dann rum. Einen umständlicheren Weg kannst du auch nicht haben, ne?
Schnarch. Der geht erst drauf, wenn das Stopp aufgehört hat zu wirken, weil Donald ihn eingefroren hat, zeittechnisch. Fand ich auch sehr witzig. Das war da zwischendurch immer schon mal, aber ich dachte, wieso geht der Gegner nicht drauf? Achso, ja, der ist eingefroren. Zeit steht für den still. Der stirbt dann unter Schmerzen qualvoll später. So. Das mit der Kamera ist manchmal suboptimal bei manchen Spielen. Also vom einen ausblenden, weil, wie gesagt, ich will mich in Sequenzen halt immer gerne ausblenden, damit ihr die Sequenz in der Gänze halt auch genießen könnt. Ohne dass ich da irgendwo rumschwirre. Aber ja, dann, naja, manchmal ist das halt so ein bisschen, So, wie gesagt, eine Truhe fehlt noch. Ich habe keinen Plan, wo. Hier gab es nur einen Liftschacht, ne? Genau. Wir hätten beim letzten Mal einfach das Schlüsselloch zumachen können, oder? Ich meine, wir sind geflitzt und so. Oh, die Herzlösen kommen. Ich meine, klar, wir haben uns jetzt vorbereitet, aber statt erst, dass er einfach die 3 Meter zurückrennt, Schlüsselschwert blinkt zu. Nö. Hier lang war das, ne? Ich weiß es gerade nicht. Ne, kommen wir von hier? Nee, wir kommen nicht von hier. Ich renne aber durch. Wie gesagt, bringt uns eh gerade nichts mehr. Aua, sag mal, lass das. So viel zum Thema, ich renne mal durch. Immer feste drauf. Na komm. Aua. Frechheit. Bin ich jetzt gerade im Kreis gerannt, Fröbel? Glaube, ne? Oh, ich hätte da... Hoppala. Ich hätte durch die Tür gehen müssen. Bin doof. Oh man. Haben wir gleich. Komm ich da wieder rauf? Nee, ne? Ne. Ja, dann lass uns mal eine Runde rum. Eine Ehrenrunde, passt schon. Donald hält trotzdem noch nicht so viel aus, oder? Ja, doch, geht. Ciao. Aua. Danke, ciao. Okay. Kapelle. Kapelle. Schleichern. Die Prinzessinnen. Alle 6. Die 7. ist nämlich hoffentlich zurückgeblieben. Da haben wir Cinderella, die kennen wir noch gar nicht. Ist das Cinderella? Ja, ich glaube, nee. Wir haben auf dich gewartet, Meister des Schlüsselschwertes. Wo ist Ansem? Er ist weg. Als das Schlüsselloch erschien, strömt die Dunkelheit aus ihm. Sie verlangt Ansem. Nee, sie verschlang Ansem und fort war er. War ein Problem weniger. Obwohl Ansem weg ist, nimmt die Flut der Dunkelheit kein Ende. Wir versuchen gemeinsam, sie zurückzudrängen. Ich werde meinen Gesichtsausdruck nie vergessen. Was hast du gemacht ohne Spiegel? Das ist interessant. Ach, seinen Gesichtsausdruck. Ja, ich würde sagen. Wie gesagt, ich bin schon ein bisschen bräsig im Kopf vom ganzen Leveln und so.
Also nicht heute auch und so, aber generell. Als in Dunkelheit verschlang, lächelte er. Er hat das, was er wollte, ne? Das eine ist Dornröschen, glaube ich, und das andere ist Cinderella. Jetzt hat er nur das Schlüsselloch im Auge. Ich glaube nicht, dass er hier zurückkehrt. Hier haben wir Jasmin. Dann haben wir noch Schneewittchen und... Oh Gott, ist die klein. Die Alice. Sora, bitte beeil dich, die Dunkelheit. Er gießt sich aus dem Schlüsselloch. Bin ich jetzt Schlüsseldienst oder was? Er könnte nichts tun, um die Dunkelheit aufzuhalten. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Ja, ich mach gleich. Okay, bin schon unterwegs. Wir zählen auf dich, Meister des Schlüsselschwerts. In der Zwischenzeit werden wir auch tun, was wir können. Rumstehen. Quatschen. Ja. Bitte beeil dich. Okay. Ich speichere nochmal das Gequatsche, damit ihr gegebenenfalls, falls hier nochmal ich das Zeitliche segnen sollte, das erledigt haben. Eine Truhe. Naja. Außenwand. Sechs Lichter und so. Herzlos. Wie herzlos von euch. Ihr habt mich nicht zur Party eingeladen. Orkuskristall. Die Frage ist, respawnen die hier wie blöde? Ohne Wiederkehr oder? Oder ist dann tatsächlich irgendwo Schluss, dass ich mich umschauen kann? Ja, es ist Schluss, dass ich mich umschauen kann. Hier sind neue. Oh. Oh, Kiste. Die hätte ich gern. Dunkelmaterie. Ja, brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Schade eigentlich. Da ist eine Kiste. Die nehme ich da noch mit, bevor es hier zum Finale geht. Zum Grande Finale. Memory. Memories. So, da ich schon das beste Schwert habe. Nicht Memories, Memoir. Ja, auch etwas schlechter. Schade. Ich meine, man hat gute Optionen, wenn man hier, sag schnell, da ist noch eine Kiste. Wenn man hier halt noch nicht wie blöder gelevelt hat und die Ressourcen gegrindet hat wie Dober, kann man hier durchaus noch gutes Equipment kriegen. Dalmatina, Welpe 616. Alle 100. Moment. Alle Einträge in Jiminys Tagebuch. Ja, ich sag's ja nur ungern, aber wir müssen jetzt nochmal zurück nach Traverse. Es tut mir leid. Wir haben ja einen Quick-Travel-Punkt. Wir können jetzt warpen. Ich will noch die letzten Dalmatiner flott mal abgeben. Ach, das tut mir echt leid, aber das muss sein. Weil ich weiß durch das eine Tutorial, was es als Belohnung gibt. Das kann uns durchaus noch helfen. Und zwar speichern wir gerade Kapelle. Wir können ja direkt durch das Warpen hier einfach wieder hin. Menü. Gummijet. Ja, bitte, danke. So lange wird das Ganze noch aushalten können. Klammern hoffe ich. Und zwar nach Traverse.